FC Energie TV wird Ihnen präsentiert von Eisbeck, Ihr Partner für Medienproduktion und Websolution. Saisonfinale für den FC Energie Cottbus. Geht es um einen persönlichen Abschluss vor den eigenen Fans. Vor dem Spiel wurden Spieler verabschiedet, bei denen bereits feststeht, dass sie den FC Energie Cottbus verlassen werden. Tim Kleindienst, Tim Müller, Perdedei, Makarenko, Pedersen Chato, Patrick Wolf und Nils Gottschick bekommen hier ihren Sonderapplaus. Und es geht gleich gut los. Tusche mit der ersten Ecke von rechts. In der Mitte steht Mörle völlig frei. Mörle köpft zum 1:0 ein. So unbewacht hat er wahrscheinlich noch keins seiner mittlerweile 8 Saisontore gemacht. Uwe Mörle, der Kapitän aus der Innenverteidigung mit seinem 8. Saisontreffer gegen den VfB Stuttgart 2. Cottbus legt gleich nach, 9. Spielminute. Zacker legt von links nach innen, wo sich Leo Kaufmann ein Herz fasst und direkt abzieht, knapp darüber. Doch plötzlich sind die Jungspunte des VfB Stuttgart 2 da. Grüttner steht im Fünfer, ähnlich wie zuvor Mörle, frei und nickt zum 1:1 nach 10 Minuten ein. Partie wieder ausgeglichen. Das Spiel beruhigt sich nach ca. 23 Minuten nach dem turbulenten Beginn. Doch Cottbus scheint ein wenig von der Rolle zu sein. Erich Berko wurde früh eingewechselt, steht am langen Pfosten frei, völlig unbewacht und braucht die Kugel nur noch an Müller vorbeizuschieben. 1:2, jetzt führt der VfB Stuttgart 2. Nach knapp 30 Minuten übernehmen die Gäste das Spiel hier, die 29. Minute. Ein hoher Pass reicht aus, um die Defensive des FCE zu entblößen. Kiesewetter geht allein auf Müller zu, der bleibt lange stehen. Im letzten Moment kommt er aus seinem Kasten und kann das 1:3 verhindern. Cottbus macht es dem VfB leicht. Links setzt sich erneut Berko gegen Kaufmann durch, der hat seine Probleme mit ihm. Passt in die Mitte auf Grüttner, haut das Ding zum zweiten Mal in die Maschen. Stuttgart führt 3:1. Die FCE-Fans können sich sarkastischen Applaus nicht verkneifen als Ersatz für die fehlenden Auswärtsfans. Applaus. 44 Minuten vorbei, vor der Pause geht nichts mehr bei Energie. Flanke von Matuschka, Uphoff verschätzt sich, Michel kommt an den Ball, schießt aber den am Boden liegenden Keeper an. In der zweiten Hälfte kann es für Cottbus eigentlich nur noch besser werden. Krämer bringt Gabuschewski und Holz für Kaufmann und Berger. Doch die Hoffnung währt nur kurz. 3 Minuten nach der Pause kommen die Gäste über rechts. In der Mitte verpasst Grüttner den 4. VfB-Treffer. 63. Minute, viel passiert nicht. Cottbus bemüht sich um Schadensbegrenzung, hat hier aber auch Glück, dass der Pfiff nach Matuschkas Rempler im Strafraum ausbleibt. Das hätte auch Elber geben können. 20 Minuten sind es noch in der Saison 2014-2015. Hier ist Zarker längst durch, bedient Kleindienst und der verabschiedet sich von seinen Fans, wie es sich gehört, mit seinem 13. Treffer zum 2:3. Kremers Truppe merkt, dass der Ausgleich vielleicht doch noch in der Luft liegt. 78. Minute, Tusche schießt, geblockt. Kleindienst nochmal mit dem Kopf, aber der Keeper hat ihn. Energie verliert das Spiel vor 6.788 Zuschauern in der ersten Hälfte. Nach dem guten Start ließen sie alles vermissen, um mit den Stuttgartern mitzuhalten und gingen verdient mit 1:3 in die Kabine. Kleindienst-Anschlusstreffer kam zu spät und so geht der Verein nach einer guten Saison ohne Happy End in die Sommerpause. Am Wochenende kann die U19 im DFB-Pokalfinale gegen Wolfsburg noch ihre Saison perfekt machen. Anstoß ist am 30.05. um 11 Uhr.